Die Fachhochschule Joanneum ist qualitätsbewusst und zukunftsorientiert und sie bietet den Absolventen große Möglichkeiten für die Zukunft und vor allem viele verschiedene Studienzweige. Um den zukünftigen Studierenden die Entscheidungen zu erleichtern, hat man an der Fachhochschule Joanneum in Kapfenberg einen Tag der offenen Tür organisiert. Für uns ist der Tag der offenen Tür einerseits eine Öffnung, um Schüler und Schülerinnen der Region, aber auch aus Graz oder weiter weg, zu uns hereinzubekommen und uns zu präsentieren. Präsentieren heißt, wir haben wirklich eine ausgezeichnete Infrastruktur, sowohl in den Hörsälen, in den Laborräumen. Wir haben modernstes Equipment, ganz, ganz aktuell im Bereich der Elektromobilität, im Bereich der Netzwerktechnologien. Wir eröffnen heute ein Streaming-Labor. Das heißt, wir wollen das auch zeigen, mit den Equipment teilen, mit denen wir arbeiten. Und das Zeigen hat natürlich auch die Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Wie schaut es mit der Zukunft eigentlich aus für diese Leute, die hier studieren? Naja, für die Kollegen und Kolleginnen, die bereits hier studieren, schaut es sehr, sehr gut aus, zumal wir hier am Standort überwiegend technische, IT-technische Fachrichtungen haben. Unsere Absolventen und Absolventinnen haben sowohl nach einem Bachelor als auch nach einem Masterabschluss das Glück, sehr schnell von der Wirtschaft aufgenommen zu werden. Das Glück, denke ich, ist aber auch, dass wir unsere Vollzeitstudiengänge so organisiert haben, dass die Studierenden während des Studiums bereits mit den Unternehmungen Kontakt haben. Das heißt, sie müssen Praktika machen, das heißt, sie müssen Projekte machen in Kombination mit den Unternehmen. Und zu dem Zeitpunkt sind sie also dann bereits das erste Mal in Kontakt, werden aufgenommen von den Firmen. Und das, glaube ich, ist einer der wirklich großen Vorteile, den Studierende bei uns hier haben und in weiterer Folge die Absolventinnen und Absolventen bei uns haben. Also so gesehen ist das Studium an der Fachhochschule Joanneum in Kapfenberg eine Zukunftssicherung für die Studierenden.